Ein Typ fragt seinen Freund, warum isst du dann faulen Apfel? Sagt der Freund, als ich angefangen habe, war der noch gut. Treffen sich zwei Blondinen. Sagt der eine zu der anderen, ey, ich habe gestern einen Schwangerschaftstest gemacht. Sagt die andere, und, waren die Fragen schwer? Treffen sich zwei Blondinen. Sagt die eine zu der anderen, boah, ich will mein Auto verkaufen, aber ich habe schon 250.000 Kilometer auf dem Tacho. Sagt die Freundin zu ihr, also die andere Blondine, ey, ich habe einen Kollegen, der ist Kfz-Mechaniker, geh da hin, der dreht dir das auf 50.000 Kilometer runter. Sagt die Blondine, okay, gesagt, getan, treffen die sich am nächsten Tag wieder. Sagt jetzt eine Blondine wieder zu der anderen, und, verkaufst du den jetzt? Sagt die andere, bist du blöd, mit 50.000, bald schon selber. Treffen sich drei Blondinen. Sagt die eine zu der, sagt die erste, also die erste sagt, die erste Blondine sagt, mein Freund hat mir einen Stift zum Geburtstag geschenkt, dabei kann ich nicht mal schreiben. Sagt die zweite, mein Freund hat mir ein Buch zum Geburtstag geschenkt, dabei kann ich nicht mal lesen. Sagt die dritte Blondine, ey krass, mein Freund hat mir einen Deo-Roller geschenkt, dabei habe ich nicht mal einen Führerschein. Ein kleiner Junge trifft auf einen Piraten. Sagt der kleine Junge, Pirat, woher hast du das Holzbein? Sagt der Pirat, ja, ich bin ins Meer gefallen, hat mir ein Hai Bein abgebissen. Ne? Mein Bein abgebissen, Entschuldigung. Ne? Wir sind hier nicht bei RTL 2. Hat mir ein Hai mein Bein abgebissen. Da sagt der kleine Junge, und wieso hast du hier einen Haken anstatt eine Hand? Sagt er, ja, bei einer Meuterei hat mir jemand, ein anderer Pirat, die Hand abgeschlagen. Ne? Sagt er, okay, und dann fragt der kleine Junge wieder, und warum hast du eine Augenklappe? Sagt der Pirat, der hat mir eine Möwe ins Auge geschissen. Sagt der Junge, davon kriegt man doch keine Augenklappe. Sagt der Pirat, ja, da hat schon mal den Haken gerade erst einen Tag. Ein Pärchen geht ins Kino. Am Essensschalter sagt der Typ zum Kassierer, ich hätte gern eine Tüte Popcorn. Sagt der Kassierer, süß oder salzig? Guckt der Typ seine Freundin an, guckt wieder zum Kassierer und zwinkert ihn an und sagt, so wie meine Frau. Sagt der Kassierer, tut mir leid, hässlich haben wir nicht.